Das ist doch... Oh. Oh, mein Arm tut so weh, ich kann kaum mehr halten. Hi, hier ist Marc. Ja, ich bin in Willingen. Ich bin nicht allein, werdet ihr gleich sehen. Ich habe noch zwei gute Freunde dabei und freue mich immer, wenn die mal zu Besuch kommen und ein sehr besonderes Gefährt. Also ihr könnt hier in Willingen an der Gondel unten die Downhill-Scooter leihen und das hat mich schon immer in den Fingern gejuckt. Ich kenne diese Scooter-Sache wegen der Hundesport-Angelegenheit, da habe ich schon mal Kurs gemacht. Aber das waren nicht so krasse Downhill-Scooter, sondern eher so normale Geländescooter. Ja, und ihr seht ja hier, sehr interessantes Gefährt auf jeden Fall. Dicke Reifen, 24 Zoll, BMX-Lenker. Ich habe auch den höchsten Lenker von allen heute. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Federgabel und ja, guckt auf das Video und findet es in dem anderen Kanal. Ich mache den Link drunter. Immer wenn er Nose-Wheelie die macht, wartet er auf mich. Das ist doch... Oh. Also cool, Achtung, langsam. Nur ein bisschen auf die Hüfte. Ja, das ist ein bisschen weggerutscht. Alles gut? Ja. Ich bin nur hier. Ja. Hier werde ich blau. Gut, ja, es ist heute ein bisschen rutschig. Und da ist der Marc auf das Laub nicht wettgemacht. Auf Laub gekommen. Ah. Ja, da läuft. Ai. Oh. Alter. Alles okay bei dir? Alter! Oh. Wir können gleich schon mal ein Lazarett aufmachen, ey. Oh. Okay. Bist du auf die Steine gekommen, da? Nee, ich bin hier oben weggerutscht. Ei. Die Dinge, also es sah, bis hast du dich abgerollt. Ich hab's nicht nur so im Augenwinkel gesehen. Nee. Alles gut, Hanna. So, wir haben die erste Testrunde gemacht auf der Federstrecke und wir hatten auch schon zwei Stürze. Ja, jetzt fühlen wir uns ein bisschen wie vom Truck überfahren. Also Hanna und ich haben uns lang gemacht. Ich habe auch den Scooter, der den höchsten Lenker hat, das seht ihr vielleicht hier, da. Leo und Hanna haben einen flacheren Lenker, ja. So, das fühlt sich so ein bisschen besser an. Ich fühle mich an wie auf so einem Segway, so ganz, ganz aufrecht. Ja. Wir haben jetzt hier ein paar Kriegsnamen quasi, aber es macht riesen Spaß, es ist irgendwie so intuitiv, es macht so, ja, man kann aus dem Körper lenken und ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuleihen, zu testen. Wir haben natürlich das Pech, wir haben so ein bisschen Herbstlaub, die Jungs haben von den Streckenpflegern haben natürlich viel gemacht, um das Laub zu beseitigen, aber wenn du einmal trotzdem einen blöden Spot triffst, wo dann wieder ein bisschen was liegt. Also mich hat es relativ hart auf die Seite gehauen, aber Gesicht und Körper, alles war nur aufs Bein halt, das tut jetzt weh. Und Hanna hat auch ihren Vollhelm Gesichtsschutz mal getestet. Hi liebe Leute, ich bin's Marc, ich habe wen dabei, wahrscheinlich unschwer zu erkennen. Hallo, ich bin der Leo Kast. Ja, und wir haben ja schon ab und zu mal was zusammen gemacht im Bereich YouTube-Videos, aber auch im Bereich Fahrtechnik, Austausch. Und jetzt habe ich, dachte ich mal, dieser Gondel Talk von Rob Warner ist ein coole Inspiration, weil wir haben jetzt eh gerade nichts zu tun hier in der Gondel. Ja. Also stelle ich ein paar Fragen, vielleicht die euch auch interessieren, die mich interessieren. Ja, Leo, man weiß so von dir durch die sozialen Medien und so weiter, dass du ein kleines Fahrrad hast und Pläne hast, was zu buddeln. Ja. Was hast du denn da genau vor zu Hause? Genau, also ich habe mir ein Haus mit einem, ja, normal großen Grundstück geholt und mein Plan ist halt den Garten halt zu nutzen und zwar für einen Pumptrack und da möchte ich halt einen Pumptrack für mein Dirtbike bauen, aber eigentlich wollte ich das Mitte des Jahres machen, aber das hat sich alles hingezogen, weil ich erstmal einen Zaun ziehen musste und das hat schon, ja, sehr lange gedauert. Okay, also eine Menge Arbeit, die ja. Schwielen an der Hand kommen, dann nicht nur vom Radfahren, wenn man so anpackt. Ja, okay, man weiß natürlich, du machst viele Videos, nimmst die Leute mit auf deine Trails, auf deine Touren, auf deine Challenges. Ja. Hast du bestimmte Ziele jetzt für deinen YouTube-Kanal in dieser und nächsten Saison, wo du sagst, das muss ich noch machen, da möchte ich hin? Ja, bestimmte Ziele, also ich will wieder in die Berge auf jeden Fall, das nächste Jahr will ich unbedingt in die Schweiz,
irgendwo dorthin wohnen, ist egal, Hauptsache in die Berge. Also ich will was Neues sehen, weil jetzt Davos und Flims war ich gewesen, das hat mich total gepackt. Und ja, das ist so halt mein Lieblingsterritorium in den Alpen, weil da kann man nicht nur geil fahren, sondern halt Abenteuer erleben, wie vielleicht die Zuschauer, die mich kennen, das in ihrem letzten Video gesehen haben. Und das sind halt so meine Ziele, nächstes Jahr wieder dahin zu kommen, damit ein paar mehr Leuten, also meiner Crew halt sozusagen, und da eine schöne Zeit zu erleben. Und YouTube allgemein, ich versuche halt 3 Videos pro Woche rauszuhauen und das ist sau viel Arbeit, richtig viel Arbeit. Und natürlich muss einem immer irgendwas da einfallen, was man halt filmt, aber Ideen habe ich genug, nur die Umsetzung ist halt nicht immer möglich. Also jetzt gerade jetzt im Winter wird es halt ein bisschen schwierig, wetterbedingt. Und ja, mal schauen, was noch kommt. Ja, okay, du hast dich da auf YouTube entwickelt, du warst einer der Ersten, die da richtig Gas gegeben hat als Mountainbike-YouTuber und hast da eine treue Fanbase und deine Reichweite wächst. Jetzt, die dich schon länger kennen, wissen auch deine Entwicklung als Fahrer, also was durch ungewöhnlich super spät eingestiegen, also bist keiner, der schon irgendwie BMX-Rennen klein gefahren ist, sondern erst in den 20ern und dann mit Downhill. Genau. Also da erkennt man auch viele Bilder, wie du da Tabletop ziehst über dicke Downhill-Sprünge. Wie siehst du deine Entwicklung jetzt erstmal, die schon war, dein Fahrstil, dein Schwerpunkt und was glaubst du, was kommt da noch? Packt dich das Rennfieber wieder? Willst du neue Disziplinen austesten? Ja, also neue Disziplinen probiere ich immer wieder aus. Also allgemein, ne, alles am Mountainbiken, alle Fahrradgrößen, alle Laufradgrößen, halt alles am Mountainbike durchtesten. Das auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt ein Dirtbike gekauft, damit könnte ich auch ein bisschen mehr Dirt springen, aber das braucht wieder so viel Übung, dass ich sage, okay, das wird nichts richtig Gutes werden, weil da muss ich sehr viel Zeit dafür aufwenden. Das habe ich nicht als YouTuber. Und ja, meine Entwicklung, ich habe mit 25 angefangen, Mountainbike zu fahren, habe mir direkt ein Downhillbike gekauft und bin ein Jahr später dann das erste Rennen gefahren und bin danach halt jedes Jahr so 4-5 Rennen gefahren. Natürlich nicht erfolgreich, so mittelguter Platz. Und ja, also Rennen reizt mich jetzt nicht mehr, weil da müsste ich halt trainieren, da müsste ich YouTube sein lassen, weil das ist zeitaufwendig, damit man halt irgendwie in den vordersten Plätzen landet, muss man schon sehr trainiert sein. Fahrskills, denke ich mal, passt. Also für manche Strecken muss man dann halt schon ein bisschen was drauflegen, aber so, denke ich, passt das. Und wie das sich in Zukunft entwickelt, ich will einfach nur Spaß haben. Ja, also ich bin ja vom Downhillbike aufs Enduro umgestiegen und jetzt sogar vom Enduro auf ein On-Mountain sozusagen, also ein Trailbike mit noch weniger Federweg, weil ich der Meinung bin, damit geht auch vieles. Und ich will halt einfach nur Abenteuer erleben und Spaß auf dem Rad haben und dabei meine Zuschauer mitnehmen. Also mir würde jetzt sofort in den Sinn kommen, dass du Bike-Bergsteiger wirst. Bike-Bergsteiger? Also du trägst dein Bike so ein bisschen wie Harald Philipp. Genau. Schulter, die gibt da mittlerweile auf den Rucksack schon so Dinger, die man sich da dran machen kann. Dann auf den Berg und dann was Technisches runterfahren, mit Hinterversetzen, Stolperbiken. Genau, das finde ich ziemlich gut. Also es muss nicht immer schnell sein, nicht immer rasant, sondern auch technisch und langsam reizen mich auch. Aber halt, ja, nicht so wie Harald Philipp, weil das, was er macht, ist halt schon echt am Limit, sage ich mal, also sehr gefährlich. Wenn man fahren kann, ist es halt nicht mehr so gefährlich, wenn man nicht stürzt, aber das Risiko jetzt für mich als Amateur nicht, aber als Hobby-Mountainbiker würde ich das jetzt so krass nicht machen. Also nicht die richtig heftigen Sektionen. Marco und ich schauen immer hoch. Ja, wie die Gondel. Ja. Vielleicht einfach nur eine Frage. Du hast natürlich jetzt die Hanna. Ja. Die ist heute mit dabei. Ja. Ich verlinke auch mal dieses Video. Wir haben was Neues probiert mit dem Scooter. Und was glaubst du? Du hast jetzt erlebt, wie sich entwickelt. Bikepark, langsam technisches Fahren. Ihr wart in Stromberg. Ja. Wo glaubst du, hat sie ihr Ding gefunden, was ihr im Moment am meisten Spaß macht? Und ja, im Moment denke ich, oh, mein Arm tut so weh, ich kann kaum mehr halten. Weil ich muss Marc seine Kamera hier, also ja, sein Handy festhalten für die Aufnahme. Hanna, Bikepark, ja, es war ja noch nicht richtig im Bikepark, also muss man ausprobieren. Ich nehme sie jetzt immer mit auf die Flow-Strecken, damit sie einfach mal sich ans neue Rad gewöhnt. Und ich denke, sie teilt das so wie ich, also einfach Abenteuer erleben, Spaß haben, darum geht's. Ja, keine Competition, sondern einfach für sich steigern, damit man mehr Spaß haben kann auf dem Fahrrad, wenn man sicherer fahren kann, auch ein bisschen schneller natürlich. Und der Ehrgeiz ist da. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man, oder? Auf jeden Fall. Sie will neue Sachen lernen. Ja. Ja, hat einen guten Trainer. Ja. Ja, also auch durch den Nebel, den wir hier haben, wir sehen gar nicht, wo jetzt die Station kommt.
würden wir mal schätzen, gleiches Ende im Gelände. Ja. Der Gondel Talk exklusiv mit Leo Karst ist vorbei. Und danke fürs Zuschauen und wie gesagt, guckt euch mal an, was wir heute noch so erlebt haben in seinem Kanal. Also man hat hier eine Hauptlinie. Ich fahre meistens innen, weil da nicht so viele Bremswellen sind. Das ist die Sam Hill Linie. Oh, aber auf. Also eigentlich hat dieser Boden bei Netze ganz guten Grip. Das ist ja dieser Brechsand. Also wenn es staubtrocken ist, dann ist es viel gefährlicher. Ach du Kacke. Oh, ja. Und, oh, hup de loop. Ah, ja, okay, gerettet. Gesaved. Oh, die gefallenen Soldaten. Ja, aber warte mal. Ah, oh, Ledersack. Ah, oh, mein Bein, ey. Ich fahre jetzt so wie ein Flamingo. Ja, jetzt haben wir keinen Schwung. Danke. Okay, ja, dann gib Gas, ne? Wir sehen uns. Oh, ja, ja. Mein Pumpet. Boah, voll ins Auge. Scheiße. Wir haben keine Schutzfläche. Hey, jetzt kommt Pumpen! Shit, ey, mir fehlt der Schwung. Und Pumpen jetzt! Ah. Ah. Man kann jetzt so weit. Yeah, Pumpen, yeah! Oh, der Step-Up, scheiße, kein Schwung. Ah. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Mach's gut, ciao.